Willkommen bei Leonor's Sweet Creations. Diese Woche zeige ich euch, wie man diese aquarelle Torte machen kann. Heute habe ich hier meinen Sohn, er wird mich helfen. Und ich habe auch meine Torte schon gefüllt und bedeckt mit Creme. Es ist Orangetorte mit Vanillecreme, aber ihr könnt benutzen, welche Creme und Torte ihr haben wollt. Und dann habe ich verschiedene Farben, ich habe Pink, Grün und Blau und so Violett-Lila gemischt ein bisschen. Und wir werden einfach mit Spachtel, ich zeige Bernhard, wie ich mir helfen. Ich mache erstmal, dann machst du dazu. Einfach mit deiner Spachtel ein bisschen Creme, ein bisschen chaotisch, in verschiedene Orte oder Stelle. Stelle, korrigiere mich. Verschiedene Stelle. Ja, aber jetzt machst du in Blau das Gleiche, aber in anderer Stelle. Vielleicht reicht und jetzt lila. Okay. Gut. Jetzt mit unserer Spachtel und unserem Drehtisch drehen wir und machen die Creme flach, bis wir zufrieden sind mit unserem Aquarelleffekt oder Marmorineffekt. Willst du sehen, was passiert? Jetzt oben machen wir ein bisschen rund und auch wie auf die Seite ab und zu eine Farbe, ab und zu die andere Farbe. Ja klar, machst du jetzt. Ein bisschen rund. So. Ist geil? Das war zu viel. Nein, ist okay. Ein bisschen. So. Jetzt grün. Machen wir jetzt grün. So. Hier. Ist okay, ich helfe. Jetzt mit unserer Spachtel machen wir langsam auf unsere Torte, setzen wir drauf und drehen wir unsere Torte ein paar Mal. Okay, jetzt habe ich ihre Creme auf einen Spritzbeutel mit einem, in diesem Fall ist ein 2D von Wilton, aber ihr könnt benutzen die Spritztülle, die ihr wollt. Und wir machen einfach ich habe entschieden, das fehlt etwas und das ich ein bisschen Streusel hier auf die Seite geben werde und vielleicht ein bisschen drauf auch. Dafür, jetzt dass ich meine Haube schon hier gespritzt habe, mache ich vorsichtig so auf die Seite hier. Unsere Aquarelle-Torte ist fertig. Ich hoffe, ihr habt es gemocht und wenn so ist, Thumbs up. Und wenn ihr wollt, mich gerne auf Facebook und Instagram folgen und auch mich weiterempfehlen. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!